Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen, wie wir unser Linux-System, unsere Linux-Maschine testen können, überprüfen, ob es gegen Meltdown und Spectre-Angriffe anfällig ist. Das geht ziemlich einfach und zwar gibt es ja ein Skript hier. Ich öffne das jetzt mal so vielleicht. Das habe ich mir genau hier vom GitHub heruntergeladen. Das ist jetzt hier die richtige Adresse. Ich kopiere das mal. Ich kann noch mal ganz kurz hier raufgehen. Zack. Genau, das ist jetzt hier die richtige Repository. Hier Spectre Meltdown Checker nennt sich das. Hier haben wir ja den Link hier. Wir können uns das auch als ZIP-Datei herunterladen oder einfach ja den Link hier kopieren und das Klonen hier über die Kommandozeile git clone, zack, einfach den Link einfügen hier und schon wird die Repository hier geklont. Ja, genau, das ist jetzt das hier. Ich habe das jetzt noch mal gemacht. Dann müssen wir einfach hier in den Ordner wechseln und hier haben wir ja genau unser Skript hier, Spectre Meltdown Checker SH. Das müssen wir, brauchen hier natürlich ja Root-Rechte, ja, mit sudo oder root als Root-Benutzer angemeldet müssen wir sein, ja, damit wir den Skript hier ausführen können. Ich mache das mal vielleicht ein bisschen größer hier, damit man zoom in. Okay, und einfach auf Enter und schon startet jetzt hier der Skript und überprüft alles. Und ja, wie wir jetzt hier sehen können, ist mein System anfällig hier. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann wird hier alles grün sein und not vulnerable stehen. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Irgendwie, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.